Jan Jamra, nach 6 Monaten heute wieder das erste Mal richtig auf dem Platz mit der Mannschaft, das gesamte Programm. Wie war's? Ja, war ein geiles Gefühl. Darauf habe ich hingearbeitet. Ich bin mega glücklich. Ich freue mich, dass ich heute das erste Mal auch wieder 11 gegen 11 mitmachen durfte und heute ein ganzes Training wieder mit der Mannschaft machen konnte. Das war ein schönes Gefühl. Das Vertrauen wieder komplett zurück in den Körper? Ja, absolut. Also ich habe es ja schon kurz nach der Verletzung gesagt, es war halt ein Unfall, das passiert, das kann passieren, ich vertraue meinem Körper weiterhin. Und das habe ich jetzt, mein Fuß, der steht wieder in der richtigen Position, mir geht es wieder gut und deshalb geht es jetzt volle Kraft voraus. Wie ist der Plan? Also wann, denkst du, wird es das erste Mal wieder auch vielleicht für den Kader reichen? Wirst du vielleicht bei der zweiten Mannschaft noch spielen? Wie ist da der Plan für dich? Das weiß ich jetzt noch nicht. Ich freue mich jetzt erstmal, jede Trainingseinheit mitnehmen zu können und dann werden wir sehen, wie das auch die Trainer sehen, wo es am meisten Sinn macht, wieder zu spielen, ob hier oder bei der U21, aber ich freue mich jetzt einfach über jedes Training und dann werden wir sehen, wie schnell es gehen kann. Wie ist das Gefühl, wenn man jetzt im Training wieder auch die Zweikämpfe komplett durchziehen kann, wenn man mit vollem Vertrauen wieder da reingehen kann? Ja, schön, also es fühlt sich einfach super an. Ich habe jetzt auch in den Einheiten, ich habe gar nicht drüber nachgedacht, ich mache einfach und ich habe gestern direkt nach einer Minute oder so direkt einen drauf bekommen mit der Stolle und das ist dann auch so ein Moment, wo man sich denkt, boah, okay, hält alles, deshalb ich bin frei, ich freue mich einfach wieder dabei sein zu können und ja, das hält alles. War das eine spontane Entscheidung, gestern zu sagen, dass man heute voll mitmacht, weil es gestern funktioniert hat, oder war es der Plan schon zu sagen? Ja, also es war schon so Ende letzter Woche abzusehen ungefähr, weil es doch ziemlich gut lief und ich hatte keine Reaktion im Fuß, ich hatte keine Schmerzen und deshalb war so der Plan, dass ich gestern schon den größten Teil des Trainings mitmache, außer das 11 gegen 11 und das habe ich alles gut verkraftet und deshalb konnte ich heute dann das erste Mal auch 11 gegen 11 wieder mitspielen. Und ist man jetzt ungeduldig oder hast du noch Geduld zu sagen, ich warte noch ein paar Wochen, bis es wieder richtig losgeht? Also erstmal freue ich mich jetzt einfach wirklich hier wieder trainieren zu können und klar will ich irgendwann auch wieder spielen, aber ich mache mir da jetzt keinen Druck, genau wie ich es in der Reha gemacht habe. Da habe ich mir auch nie Druck gesetzt und gesagt, okay, ich will dann wieder fit sein, sondern ich schaue einfach, wie ich mich fühle. Ich denke, dass das jetzt von Woche zu Woche besser wird und dann wird man, denke ich, dann am Ende gemeinsam entscheiden, wann es dann wieder Sinn macht. Vielen Dank. Gerne.